Der Baustart für die Arbeiten an der Ruganer Straße verschiebt sich bis in den April. Dies teilte die Stadtverwaltung den Anwohnern mit und begründete den späteren Beginn mit den winterlichen Temperaturverhältnissen. Bei Frost könne nicht asphaltiert werden. Der erste Abschnitt zwischen der östlichen Umgehungsstraßenauffahrt und dem Schulzenweg wird voraussichtlich Ende 2018 beendet werden. Der zweite Abschnitt bis zum Hohetrietenring beginnt Frühjahr 2019 und soll ein Jahr in Anspruch nehmen. Bei korrekten Kalkulationen ist die Ruganer Straße 2020 komplett neu saniert.